Salvete des Kiboli des Kiboleco und herzlich willkommen zu einem neuen One-Tailer. Ich nehme das Video auf und weiß immer noch nicht, wie wir das hier nennen, obwohl das wahrscheinlich schon im Titel steht, deswegen verzeiht mir das. Ich habe wieder gefragt, also es ist immer noch so die erste Frage, die ich auf Twitter gestellt habe. Und die liebe Melli, hey Melli, hat geschrieben als Thema mehrere Themen. Liebe Video Day, Sommer und WM. Wow, das sind sehr viele Themen, Melli. Darauf kann ich nicht ganz so eingehen. Und ich habe mir aber gedacht, ich rede über den Video Day, weil WM, okay, cool, ne? Vor allem gestern gerade das Spiel 7:1 Halbfinale Brasilien. What the fuck? Ich dachte zuerst so irgendwie, keine Ahnung, irgendein deutscher Let's Player hat heimlich seine Playstation da eingehackt und zockte oder sowas. Also das war echt mega verrückt. Der Sommer ist momentan sehr verregnet und sieht überhaupt nicht nach Sommer aus, deswegen werde ich über das Thema auch nicht reden. Thema Liebe ist ein Thema für sich, da brauche ich glaube ich irgendwie 15.000 Teile, um darüber reden zu können und deswegen der Video Day. Woo! Ja, Video Day. Ich bin zum ersten Mal dabei dieses Jahr und ich bin echt mega aufgeregt, weil ich nicht genau weiß, was mich erwarten wird. Ich höre nur immer die Zahlen. Letztes Jahr 10.000 und dieses Jahr 15.000 Menschen. Puh, das ist ziemlich hart. Im Februar hatte ich ein Konzert vor 1.000 Menschen oder 1.500 Menschen. Und das war schon ziemlich krass, weil das war halt ein kleiner Raum und es war wirklich mega eng dort. Und bam, wenn ich mir jetzt vorstelle, das Zehnfache an den Menschen, das ist so, what? Ich kann das gar nicht richtig begreifen. Ich meine, klar, von den 15.000 werden mich ungefähr 2-3 Leute kennen, wenn es gut läuft, ne? Vor allem, das erzähle ich jetzt alles. Hau ich jetzt alles raus. Es sollte nämlich eigentlich noch Top Secret bleiben. Aber ich denke, ich kann es sowieso nicht hier verheimlichen. Ich werde einen Auftritt haben beim Video Day und ich freue mich wirklich, dass das alles funktioniert hat, auch wenn Video Day ein bisschen gebraucht hat, um mir zu antworten. Jetzt ist alles so relativ geklärt, ja. Ich habe gerade das Wort gesucht. Ich werde einen Auftritt haben und dafür bekomme ich sogar einen eigenen Platz, wo ich Autogramme verteilen kann. Und als sie mir das erzählt haben, habe ich mir gedacht, so Autogramme verteilen für wen? Also da kommen dann 2-3 Menschen, denen gebe ich dann ein Autogramm und eine Umarmung und gehe dann wieder. Das ist echt komisch. Aber die vom Video, die haben gesagt, dass es so sein muss. Und deswegen werde ich dann einen eigenen Bereich haben, wo ich dann auch zu gewissen Zeiten Autogramme verteilen werde. Auftritt werde ich natürlich Beatboxen und ein bisschen labern, das was ich eben den ganzen Tag hier auch mache. Und wann und wie und ich habe gar keine Ahnung, wie das alles funktionieren soll. Ganz kurz, mein Bruder ist gerade gekommen, der kann jetzt mal hier dazukommen. Muss man dazusetzen. Ja. Ja, er versucht mir gerade gestisch klar zu machen, dass er nicht ganz so gut gestylt ist und er geht jetzt nochmal in den Spiegel sich frisch machen. Ich glaube, der weiß noch gar nicht, was das hier ist. Das hier ist ein One-Taker, das heißt, ich laber einfach hier und die Leute schauen hoffentlich zu oder hoffentlich nicht zu. So. Okay. Ja, der da ist, kommt gerade vom Arbeiten. Oh mein Gott. Vor allem, ja, du willst ein bisschen nach hinten lehnen. Ich bin einfach zu breit? Zu breit. Ja, ja wir reden gerade über Video Day. Ah, okay. Willst du noch was dazu sagen? Du bist auch wahrscheinlich mega aufgeregt und wir wissen halt beide, wir waren ja noch nie dort, wir wissen beide nicht, was da überhaupt so passieren wird. Auf was freust du dich am meisten? Ja, bisschen unbequem, ne? Ja. Soll ich schleimen, oder? Ja, geht einfach. Ja, mal so, die ganzen anderen YouTuber kennenzulernen und natürlich euch kennenzulernen. Genau. Und natürlich auf die Bühne zu gehen und dich zu filmen. Genau. Ja, genau. Das wollte ich nämlich als nächstes sagen. Der Daniel, der Danny Cam, der übrigens dessen Kanal in der Beschreibung verlinkt ist, will nämlich mit der Kamera mitgehen und wird das Ganze filmen, weil er selbst noch nicht so lange Let's Plays macht, als dass er sagen kann, ich werde da viele Zuschauer antreffen. Also natürlich Zuschauer, die von meinem Kanal, werden ihn natürlich auch kennen, weil er ja auch schon ein Video mitgemacht hat und ja, das ist geläufig, dass ich einen Bruder habe. Aber er wird ja in erster Regel filmen, damit wir das hier wahrscheinlich auch auf dem Zweitkanal oder Erstkanal, ich weiß nicht, wo wir das hochladen werden, aber auf jeden Fall wird es davon auch eine Aufnahme geben. Ja, du kommst ziemlich zum Schluss dahin, weil eigentlich wollte ich gerade Schluss machen. Okay. Weil ich glaube, ich wieder zu lange geredet habe. Willst du noch irgendwas loswerden? Nein, ich meine, das Wichtigste ist ja gesagt, ne? Ja, du hast den Anfang ja nicht mitbekommen. Beim Anfang habe ich ja halt... Stimmt auch wieder, ja. Über alles Mögliche geredet. Außer, ja. Außer über das Hauptthema, oder? Ja, das Hauptthema war Video Day. Also eigentlich waren das vier Themen. Die Melanie, sag mal Hallo Melli. Hallo. hat
liebe Videoday, Sommer und WM. Und ich habe alle Themen angekratzt und Videoday war irgendwie das Wichtigste. Auf jeden Fall, um das nochmal alles zusammenzufassen, am Videoday, wir beide werden da sein, ihr werdet hoffentlich auch da sein, damit wir uns umarmen können oder sowas. Ah, das war gerade meine kaputte Schulter. Das ist so unbequem eben. Ja, das ist echt unbequem. Ich liege da auch schon die ganze Zeit so. genau, auf jeden Fall werden wir da sein und wir freuen uns schon total, euch da endlich mal in real zu sehen. Ja. Damit wir mal sehen, wie sehen unsere Seelenverwandten so aus. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Folgt mir auf Twitter, wenn ihr mitbestimmen wollt, welches Thema als nächstes kommen soll. Oder schreibt es hier in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch da, besucht Daniel seinen Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Peace.